glaube, der Server läuft. Bis jetzt erstmal okay. Und wir kommen auch ohne Hero Roland erstmal gut voran. Das ist schon mal ein gutes Zeichen und Lob an alle. Gibt es erstmal ein Bienchen für die, die da sind. Ja, bei 13 gegen 13. Ja, mal gucken, ob wir das hier links noch als Deckung nehmen können. Oder ob hier schon ein paar Panzer warten. Einer steht. Den habe ich nicht gesehen. Das tut mir auch furchtbar leid. Aber so ist das. Wenn man im Busch campt, dann wird man auch mal überfahren. Du bist hoffentlich meiner, ne? Natürlich gucken alle nach links. Es ist daher Standardweg, brauchst du nie gehen, weil alle Idioten immer nach rechts gucken. Ha? Ja, warum Idioten? Ja, ganz genau. Weil jeder Trottel, der im Panzer sitzt, ja, der halbwegs Erfahrung hat, immer nach links guckt. Wieso denn nach links? Weil links die Panzerfaust liegt, du Trottel. Ja, deswegen guckt man nicht nach rechts, sondern nach links, wenn man auf der Brücke steht. Jetzt an den Panzer ranzukommen. Kannst du gut zielen? Bin ich sowas von am Arsch, weil ich nicht mehr wegkomme. Der ist tot. Vier gegen ein. Wir warten aber auf die Infanterieverstärkung. Alleine kann der Panzer hier nicht ewig halten. PT-7 dahinter. Ich komme hier nicht weg. Rechts und links an mir vorbei sein. Ich stehe jetzt so weit hinten. Wenn ich mich bewege, sieht der BT-7 mich hinten. Ich hoffe, dass ich hier noch in der Position noch ein bisschen was reißen kann, aber bis jetzt. Dem kommen wir nicht vorbei. Fahr noch ein Stück vor, Panzerchen. Steht hier niemand bei den Panzern? Jetzt habe ich den Mann erstmal hier. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Der ist gerade seinen eigenen Mann weggebombt? Nein. Oben im Dach, oben im Dach, oben im Dach. Der liegen, der bleibt bestimmt liegen. Nee, bleibt da nicht. Sperrfeuer. Ist der Drecksack hin? Oh, da um die Ecke. Der wäre tot gewesen. 5 gegen 1. Wenn ich an die Munition rankomme, hätte ich nochmal Chancen. Aber der zielen alle nach der. Der ist erwischt. Fallen lassen? Nee. Ich komme da nicht rüber. Zack, ab.
Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Hast du den, hast du den, hast du den nicht? Bin ich mir nicht sicher. Nächster Betrug. Wir können nicht anders, wir müssen improvisieren. Tank zerstört. Noch 3 HP. Wollen in den Bunker kurz heilen. Sauer, ich komme hier nicht raus. Wir haben zwar die Stellung. Jetzt bin ich fertig. Genau, ran da. Ja, Selbstmord. Ja, jetzt wird dann nur noch gesniped, genau auf der Position. Jetzt kriegen die Unterstützung. Wir haben zwar den Punkt, aber ich müsste jetzt eigentlich nach rechts. Ich muss wieder nach rechts rüberfahren. Haben sie jetzt den Panzer ausgeschaltet oder nicht? Lebt er noch oder lebt er nicht? Der lebt immer noch. Wenn Roland's nicht macht, macht's keiner. Ich sag dir, wenn du noch ein Stück weiter runterkommst, nehme ich dich mit der Wurfmine mit. Ah, natürlich triffst du. Und da, Alter, wie verseucht der Wald hier ist. Keiner traut sich auf den Punkt drauf, alle campen. Wow. Haben wir dann irgendwas? Nein, wir haben natürlich wieder nichts, war ja klar. Ja, lassen uns hier gerade komplett auflaufen. Alle, was sie haben. Erstmal springen, erstmal springen, erstmal springen. Du hast nur eine Brace Gun. Schauen wir uns hier gegenseitig im Weg. Mal wieder bis volles Live da ist und dann können wir nochmal drüber reden. Halt doch mal die Klappe hier. Beschissenes Gebiet hier. Jetzt diesen beschissenen Bunker. Ein beschissenes Leben. Hast du Glück gehabt. Leg die Waffe an, der weiß jetzt, wo ich bin. Den hast du. Ein Sniper. Jetzt muss ich mich mit dem bisschen Life, was ich hier verloren habe, heilen. Weil ich nicht die Zeit dafür habe, eine Stunde zu warten. So, ich werde von rechts beschossen, von vorne, von überall. Außer von links hin. Steht noch kein Panzer, da haben sie noch keinen zu stehen. Komischerweise schießt keiner von hinten auf mich, weil die mich anscheinend nicht sehen. Panzer sind alle ausgeschaltet. Sehr schön. So, jetzt sind wir vorne dran. Ich habe noch 3 Wurfminen, jetzt können wir. Jeder, der jetzt hier auftaucht, kommt 90% von da, von links hinten. Oh shit. Muss hier noch ordentlich im Winkel stehen. So, dann versuchen wir mal überfallartig nach vorn zu kommen. Etwa jetzt direkt. Oder übers Wasser. Jetzt schnell gehen. Die dürfen jetzt nicht mehr auf die Brücke kommen. Allerdings
Jetzt werde ich natürlich rechts abgefangen. Wieder so ein Mist, ey. Wie mich sieht, bin ich am Arsch. Scheiße. Natürlich stehen drei Panzer da. Aber einer ist schon nur eins, das ist schon mal gut. Du willst mich gesehen haben! Von wo? Ja Leute, hinter euch wird die Polizeistation eingenommen, ob ich hier nur bin oder nicht. Was mir nicht gelungen ist, ist jemand anders gelungen. So, und jetzt reiße ich euch einen Arsch auf, wenn ich hier jetzt aus dem Wasser rauskomme. Kollege, der ist für dich und für all die anderen, die dir mächtig auf den Sack gehen. Hat er gut gemacht. Starker Einsatz ist belohnt worden. Einer läuft noch, 20 Schuss, den müsste ich haben. Wenn ich hier nicht an der Holzwand vorbeikomme, dann natürlich nicht. Der muss doch hier nur irgendwo laufen. Sag ich doch. Danke. So schnell kann er doch nicht sein. Ist das unser Mann? Ja. Alles klar. Sehr schön. Ein Spiel, das mit mir gewonnen worden ist. Und zwar ohne, dass Roland nur den Helden machen muss. Das freut mich immer sehr. Sieht jedenfalls so aus, als wenn die Nummer jetzt durch ist. Weil auch irgendwo hier gesnipert wird, was überhaupt keinen Sinn mehr macht. Schlecht verteidigt. Aber hat jeder seinen Job da gut gemacht, muss man wirklich sagen. Ja, weil ich bin dann im Aufgebot stecken geblieben. Ja, ich bin zwar gut mit dabei, aber ich fiel halt eben bei den letzten zwei Punkten. Ne? Dann hätte ich auch 5-6 Eroberungen gehabt. Je nachdem. Ja, mir fehlt noch vom Anfang ein bisschen was, aber es war nicht mein Verdienst, dass wir gewonnen haben. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Jedenfalls von der Teamaufstellung her. Wenn der erste Angriff jetzt auch noch gut durchkommt, haben wir eigentlich gewonnen. Fast wieder den eigenen Mann überfahren, auch wenn wir noch in der Safe Zone sind, aber zack. Ich fahr mal gleich nach rechts raus. So, wir die ersten Duell. Das ist ja Himmel, Herrgott. Ich sterbe für Deutschland! Aber ich spiele für die Amis. Ich muss da einfach. Es war eine zwingende Notwendigkeit, da jetzt ranzugehen. Ja? Die haben die APCs, wir haben mehr Leute. Im Grunde genommen sind die Tick besser dran als wir. Deswegen müssen wir gucken, dass wir an die Punkte rankommen. Jetzt volles Risiko. Ja, natürlich liegt da eine S-Mine. Wer legt da eine S-Mine hin? Weil jeder damit rechnet, dass Roland da jetzt mittig durchrennt und dann da das APC kaputt machen will. Da geht niemand hin, außer ich. Niemand.
Ja, natürlich kommst du genau. Ich sag ja, das ist so unfair jedes Mal. Es muss der Spawn gesperrt werden, damit die Leute nicht jedes Mal aussteigen und dich abknallen. Ja? Zweimal Pech gehabt und das kostet uns das gesamte Spiel. Einfach nur, weil der spawnen kann und aussteigen, wenn ich da gerade vorbeikomme. Na, die Nummer ist durch. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr reingehen. Wenn er jetzt wieder dann spawnt, wenn ich gerade ankomme, war's das. Überlebe ich nicht. Beschissene Position. Boah, ich behalte es jetzt erstmal inne, weil die alle zu mir kommen. Damit rechnet keiner. Kurz die Stellung halten. Froh sein, dass ich so eine Reichweite habe. Da kommt alles halbes Life, volles Risiko, ja oder nein. Etwa steht einer oder steht keiner. Gut. Steht keiner. 1 gegen 1. Der kommt mich nicht holen. Der campt. Frage ist, wo er campt. Da campt er. Volle Offensivverteidigung. ...3-0 im Verein. Gerade alles ab, aber hier ist keiner. Ich dachte, hier steht noch ein feindliches SCG, aber hier steht keiner. Na gut, steht doch einer. Hey! Hättest du nach links geguckt? Hättest du es gehabt. Durchlaufen, 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 schneller, 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 schneller. 2-0 im Vereinshäuschen. 3-0, 4-0, alles klar. Konzentration. Gut aus. Auch hinten sieht's gut aus. Gut, machen wir die Feuerwehr. Ich stelle mich einfach in die Mitte und warte, was passiert. Sehr gut. Und dann in die Richtung, die gerade gebraucht wird. Natürlich guckst du. Du bist wirklich. Ich werde nur von heute von Trotteln erschossen. Die wirklich sich an der dümmsten Stelle hinstellen und damit noch einen Kill holen und dann glauben, sie haben die Welt gerettet. Ich habe ihn nicht gesehen, weil da nie einer steht. Da steht nie einer. Ja, weil du stellst dich nicht in vier Winkel hin und freust dich dann, wenn du abgeknallt wirst. Ja, unentschieden ist okay. Läuft gut. Außer für mich. Für mich läuft scheiße. Aber ein Glück hängt der Tag heute nicht an mir.
Arsch. Jetzt ist noch einer gelaufen, ich weiß aber nicht wo. Den haben wir. Wenn der Ecke steht, muss ich nicht wundern, wenn er erschossen wird. Na, keine Essminen gelegt. Du gehörst zu mir. Zeig mich mal. Der war gut, aber lucky. Ich will was schießen hören, ich weiß bloß nicht wo. Da. Ich muss wieder runter, ich muss wieder runter, ich muss wieder runter. U1 fällt. Kann ich noch nachladen? Ja, ne? Kommst jetzt hier nicht hoch, oder? Eins gegen eins. Hier oben stehst du nicht. Ich würde ja nicht immer auf den Türrahmen zielen, Leute. Ihr seid... Weißt du, es wird 100% sich drauf verlassen, es kommt einer von da. Und wenn er da nicht kommt, dann ist halt Arschkarte. Der wievielte ist das heute schon, der wieder auf eine Tür zielt? Ja, mal gesehen von denen, von dem einen, der gemeint hat, er steht da im freien Flur und meint, er könnte mich einfach abschießen. Ja, kannst du nicht auf den anderen schießen? Wer wartet denn hier? Das APC. Den habe ich nicht gesehen und Headshot getroffen. Ich kriege einen zu viel. Ah, war nicht zu sehen. Zweimal Lack haben ist nicht drin. Aber munteres Spielchen. Wenn es auch für mich nicht läuft. Ja, der Einsatz war jetzt mal ein Stück besser. Weil ich auch mal ins Spiel kam. Mal sehen, wie lange wir das hier noch aufrechterhalten können. Weil jetzt wird's hart. Poliert. Die kriegen noch nicht die Fenster zugestellt. Hast du den eigenen Mann erschossen? Hat er unten. Gut, brauche ich nicht runter. Oh, was für ein Lucky Hit. Und dann noch Kopfschuss, natürlich. Der wird auch denken, jo, ist klar. Da kenne ich nichts. Ich will hier nicht reinkommen. Wir ziehen ab. Alle mal nach hinten. Außen, und zwar oben. Wenn er noch lebt. Dann kommt in Fahrt. Bis oben, ne?
Der hinter dir dran gewesen. 75%. Oh, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Das ist akzeptabel. Das ist gut. Lässt er sich von der kleinen Grayscan wegholen? Neutral kriege ich's, das weiß ich. Kurz heilen, wieder fit machen. Mindestens zwei. Nein, 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 nein. Spielst du nicht safe runter, die Nummer? Jetzt willst du einmal auf Zeit spielen und er sagt sich, YOLO, ich gehe jetzt rein. Ich hätte gern was, was, was schießt. Ich hätte gern was, was schießt. Da, 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 da. Ich hätte gern was, was schießt. Ist egal! Uah. Gute Leistung am Ende. Die letzten zwei Einsätze, die waren super von mir. Die waren echt stark. Die haben es dann auch gerissen. Ja, was hatte ich vorher? 10-3 oder so. Und dann nachher am anderen 29-6. Das ist schon ein kleiner Unterschied. War eine gute Runde. Housemap, sage ich ja.